Was ist jetzt das? Hallo, ist hier die Polizei? Wer sind Sie und was wollen Sie? Ich bin Bruno Brutscher und ich wollte bei Ihnen eine Anzeige aufgeben. Gegen mich ist ein Drohbrief gerichtet. Ich bin nicht Polizist geworden, um mich an die Regeln zu halten. Netzt sie ab. Guten Tag, Herr Butz. Herr Butz, jetzt habe ich schon wieder einen Drohbrief erhalten. Was haben Sie eigentlich bisher unternommen? Haben Sie irgendwas in die Wege geleitet, um den Mörder zu fassen? Oder sitzen Sie den ganzen Tag hier noch blöd rum? Mein Leben hängt am Seil in den Faden. Was machen Sie denn den ganzen Tag eigentlich? Ja, hier. Lesen Sie sich das mal durch. Schaut wirklich nicht so rosig aus mit mir. Ja, ich kümmere mich drum. Und jetzt zieh ab. Also ich komme einfach nicht dahinter, wer diese scheiß Briefe schreibt. Seit Tagen wird dieser Briefkasten observiert und keiner der Kollegen hat irgendetwas gesehen. Und trotzdem ist täglich ein weiterer Brief im Briefkasten. Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung, Chef. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe so lange nicht, bis Sie jetzt mal endlich was unternehmen. Bewegen Sie endlich mal Ihren Arsch hoch. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so reden muss mit Ihnen. Aber ich sehe hier keine Aktion, keine Bewegung. Was ist denn eigentlich aus meinem Fall geworden? Ich meine, mein Leben hängt am Seil an den Faden. Ich kann morgen oder heute Abend schon tot sein. Und Sie, Sie sitzen nur dran mit langem Gesicht. Wir arbeiten doch dran.
ist Ihr Mann? Wie lange muss ich hier noch sitzen? Dauert schon so lange, ich muss nach Hause gehen. Ich habe Arbeit ohne Ende. Sagen Sie doch endlich was zu mir. Was ist hier los? Warum muss ich hier sitzen? Na also? Ma'am, ich habe Ihnen jetzt mindestens schon dreimal gesagt, ja, dass Sie zu den Verdächtigen gehören. Ich weiß es schon, habe ich es schon dreimal gesagt, ich weiß. Und deswegen sitzen Sie hier so lange, bis ich sage, Sie ab. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Wie soll ich das gewesen sein? Ha? Und als Räumungsklage habe ich 9 Monate auf Miete gewartet. Dieser Mann hat mir keine Euro bezahlt. Ich habe Duschhaube auf wegen Parasitenbefall. Ich komme gar nicht mehr durch mit dem Putz in der Wohnung. Muss Putzkolonne her. Können Sie mir sagen, wie lange ich jetzt noch sitzen muss? Ich muss nach Hause zu meinem Mann. Aber na, sitze hier unschuldig. Unschuldig sitze ich hier. Signore Putt. Dieser Abrutscher hat mir so viel Ärger gemacht. Ich habe schon von Anfang an gewusst, dass er ein Reinfall, riesen Reinfall. Ich bin auf 180, nicht denn auf 240. Ha? Soll ich Ihnen noch mehr erzählen von meiner Liebe? Ha? Noch mehr? Nein. Und? Bitte gehen Sie. Na also, geht doch. Also wünsche Ihnen einen schönen Tag, Senior Putz. Ja, tschüss dann, Putzfrau. Ja, bitte schon. Putz? Was soll das heißen, keine weiteren Beweise? Nein, es gibt keine Hinweise. Es gibt keine Hinweise. Wir haben das Ding 24 Stunden observiert. Es gibt keine Hinweise. Ich könnte natürlich auch den nicht vorschriftsmäßigen Weg gehen. Ja, super. Ich bin Polizist geworden, um mich nicht an die Regeln zu halten. Aber das gilt noch lange nicht für dich. Also zeig mal etwas Engagement. Comprende? Okay, Chef. So ein Arschloch. Helm auf, ich hab's gesehen. Diesen verkackten Leiharbeiter kann man auch gar nicht selbst machen lassen. Feierabend. Verdammt mysteriöse Angelegenheit. Ich glaube, ich weiß, wie es sich zugetragen hat.
Rechte pflegen die. Ihr Sanitätsfachamt in Kempten, St. Anton. Rechte pflegen die.